Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Das wird eines meiner ersten richtigen YouTube-Videos. Denn es gibt sehr, sehr viel zu erzählen. Es gibt sehr viel zu erzählen von den letzten Wochen und Monaten. Und es gibt vor allen Dingen auch, denke ich, in der nächsten Zeit sehr, sehr viel zu erzählen. Und deswegen dachte ich, ich werde für euch YouTube-Videos drehen. Und gleichzeitig könnt ihr die dann, so wie es aussieht, wahrscheinlich auf IGTV sehen. Vielleicht auch nur ein kleiner Teaser, aber das entscheide ich, je nachdem, wie lange ich dann so pro Video laber. Erst einmal herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ihr hier am Start seid. Ja, und wie gesagt, es gibt sehr, sehr viel zu erzählen. Ich muss erstmal ein bisschen Luft holen und runterkommen, denn ja, wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht, ist die News überhaupt draußen. Eine News, die ich seit Wochen irgendwie versucht habe zu verstecken und für mich zu behalten. Aber jetzt finally ist es endlich raus und ja, vielleicht hat der eine oder andere es schon mitbekommen. Ich bin schwanger. Ja, ich freue mich total. Die Kugel, ja, sie wächst und wächst, ist mittlerweile schon recht groß geworden. Und ja, darüber gibt es natürlich sehr, sehr viel zu erzählen. Und ich werde das in verschiedene Videos aufteilen. Ich werde euch über ja ziemlich viele Sachen berichten. Heute fangen wir damit an. Ja, wie das überhaupt alles zustande gekommen ist. Genauso, also ins Detail werde ich es euch jetzt nicht erzählen, aber ich werde euch erzählen, zum Beispiel auch, warum ich das so lange für mich behalten habe, ob es einen Vater gibt. Natürlich gibt es einen Vater und warum bisher noch keiner davon weiß. Und in den ganzen nächsten Videos werde ich euch erzählen, was für Komplikationen ich hatte. Denn das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich es so lange für mich behalten habe. Denn die Schwangerschaft lief in den ersten Monaten leider nicht so sonderlich gut. Und ich hatte sehr viel Angst um das Kind und deswegen ja, wollte ich mir einfach erstmal sicher sein, bevor ich euch allen davon erzähle, dass wirklich alles gut ist. Und ja, also danach werde ich euch wahrscheinlich einfach in kleinen Stücken immer wieder irgendwelche Sachen erzählen von Ernährung, was ich halt, worauf ich besonders drauf aufgepasst habe, Sport in der Schwangerschaft, die ersten Bewegungen des Babys und der erste Ultraschall. Also ich nehme euch so ein bisschen auf die Reise mit und werde so ein bisschen rückblickend euch zeigen, was alles so passiert ist. Denn ja, wie gesagt, die letzten Wochen war ich ein bisschen schweigsam darüber. Aber dieses Schweigen werde ich jetzt brechen. Erst einmal weiß ich schon seit letztem Jahr, dass ich schwanger bin. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, dass es ein Wunschkind war und dass ich den Vater meines Kindes auch schon etwas länger kenne. Warum habe ich das so lange für mich behalten? Warum habe ich meinen Partner noch nie gezeigt? Ja, wenn ihr mich die letzten Jahre schon so ein bisschen verfolgt habt, dann wisst ihr, dass ich jemand bin, der sein Privatleben schon immer sehr ja, für sich behalten hat und nicht zu viel erzählt hat. Das war bei meinem Mann damals auch so. Den habe ich auch aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Man wusste zwar, dass ich verheiratet war, aber ich habe versucht, meinen Mann weitestgehend aus den Medien rauszuhalten. Und das wollte ich auch dieses Mal. Es gibt ja immer so Paare, die zeigen sich dann irgendwie auf Instagram schon, nachdem sie irgendwie 2 Monate zusammen sind und zeigen so, ja, hey, wir sind zusammen. Und dann, ja, klappt das irgendwie alles doch nicht. Und dann, ja, ist irgendwie dieser Druck da, den Partner dann irgendwie, ja, um das zu erklären, warum das jetzt nicht geklappt hat. Und dann löscht man alle Bilder. Und ich fand das irgendwie schon immer irgendwie total doof. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich lasse mir einfach Zeit, diesen Menschen kennenzulernen. Wie gesagt, wer meine Geschichte kennt so ein bisschen, ich war ja schon mal verheiratet, mein Mann ist ja leider verstorben und deswegen war ich auch
nachdem mein Mann verstorben ist, auch nicht so in dieser Situation, dass ich gesagt habe, oh, ich möchte jetzt sofort in eine neue Beziehung jumpen. Wir waren zwar schon 1,5 Jahre getrennt, aber nichtsdestotrotz war mir wichtig, einfach auch so ein bisschen Zeit für mich zu haben und einfach auch ja, jetzt nicht irgendwie direkt in die nächste Beziehung zu jumpen. Und ja, ich habe meinen Partner hier in Dubai kennengelernt. Keine Sorge, ich bin nicht wegen ihm hierher gezogen, das stand schon vorher fest. Ja, und wir kennen uns schon, ja, so knapp 3 Jahre kennen wir uns jetzt schon. Ja, dass wir irgendwie ein Paar geworden sind, das hat sich so mit der Zeit einfach ergeben. Das war jetzt gar nicht so, dass wir gesagt haben, oh ja, wir sind jetzt zusammen und jetzt ist alles irgendwie, jetzt ist alles fix und fest, sondern es hat sich einfach so ergeben. Es war total, ja, ein entspanntes Zusammenkommen ohne irgendwelche Zwänge und irgendwas. Und ja, ich werde über meinen Partner nicht so wahnsinnig viel erzählen. Ich werde außer, also er ist ein bisschen jünger als ich, er kommt aus dem Libanon, das ist auch einer der Gründe, und jetzt wisst ihr es endlich, warum ich in den letzten Monaten öfter mal im Libanon war, also eigentlich genau gesagt 2-mal, aber da ich zu dem Zeitpunkt schon schwanger war, haben wir natürlich seine Familie besucht und das war mir total wichtig, dass ich einfach auch die Familie kennenlerne. Ich kannte zwar schon seinen Bruder, der war schon mal hier in Dubai, und natürlich kannte ich auch seine Geschwister und seine Eltern durch natürlich Videocalls und sowas, aber das war mir noch nicht genug. Ich wollte die natürlich persönlich kennenlernen und bin total happy, was für eine neue Familie ich da bekommen habe, denn die sind alle ganz großartig und die mögen mich alle sehr und ich mag die auch alle sehr. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen überhaupt, wenn man jemand Neues kennenlernt, dann kommt ja immer die Familie irgendwie mit und dann muss man die halt auch irgendwie mögen. Und das hat zum Glück alles gepasst. Ja, und mein Partner ist unfassbar ja, smart, witzig. Ich für euch alle nochmal zur Info, es kommt ja immer wieder die gleiche Aussage, oder nicht immer wieder, aber es kommt häufig diese Aussage, ja, du hast den reichen Scheich geangelt. Mein Partner ist kein reicher Scheich, er ist ein ganz normaler Typ, der wirklich ja auch wirklich sehr hart arbeitet. Und ja, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten und kommen sehr, sehr gut miteinander klar. Wie wir jetzt in den nächsten Monaten uns zusammen auf Instagram oder auch in der Öffentlichkeit präsentieren, das kann ich noch nicht sagen. Ich werde auf jeden Fall natürlich ein bisschen vielleicht von ihm zeigen, aber ihr werdet jetzt keine paar Videos von uns sehen, wo wir beide zusammen die Kamera sprechen und sagen, hey, hallo, ihr zwei, hier sind wir zwei und also da ist er auch gar nicht der Typ für. Und ja, also dieses Paarleben in der Öffentlichkeit, das werdet ihr nicht so extrem von mir sehen. Seid da bitte nicht böse, aber das ist halt, ja, das ist halt so unsere Entscheidung und ich glaube, das ist auch okay so. Warum habe ich es so lange für mich geheim gehalten? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt manchmal sehr verwundert, dass es Leute gibt, die das so früh erzählen. Ich finde es, also ich muss sagen, ich habe davor auch Respekt, weil ich meine ganz im Ernst, das ist ein riesengroßer Schritt, das dann auch so früh schon zu erzählen. Also ich kenne schon durchaus so ein paar Influencer, die ich dann auch natürlich in der Zeit, wo ich jetzt schwanger war, auch beobachtet habe, die das schon recht früh erzählt haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns war die Schwangerschaft echt, also es war wirklich also die ersten Monate waren wirklich ein Horrortrip. Und wir wussten halt einfach nicht, ob das Kind das schafft und ob das alles klappt. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir warten einfach lieber ab, bis wirklich alles sicher ist. Und ja, wenn es dann wirklich nicht geklappt hätte oder wenn ich das Kind verloren hätte, dann hätte ich auch meine Zeit gebraucht, das so für mich zu verarbeiten, und dann hätte ich das nicht gerne gewollt, dass es dann alles schon irgendwie draußen ist und jeder irgendwie darüber Bescheid weiß und so. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das wirklich erst einmal, ja, sacken zu lassen und, ne, dass das alles safe und sicher ist.
die ganze Geschichte, was da passiert ist, was für Komplikationen ich hatte. Also kurz gesagt, also ich hatte ganz schlimme Blutung und es war echt ein Rauch drunter und drüber. Diese Geschichte werde ich euch in meinem nächsten Video erzählen, denn ich glaube, ansonsten werden die Videos einfach viel zu lang. Wir sind jetzt schon bei über 10 Minuten und deswegen, ja, ich werde das also alles in so kleine Teile aufteilen. Und das war jetzt so ein bisschen der erste Teil. Also, ja, ich bin auf jeden Fall mega, mega happy. Das kann ich euch sagen. Ich bin echt happy, dass es jetzt endlich draußen ist. Ich kann es auch echt immer noch nicht glauben, dass ich schwanger bin. Das ist eine meiner größten Träume immer gewesen schon. Ich liebe Kinder. Ich habe leider keine wirklich richtige eigene Familie mehr. Mein Vater und ich haben uns jetzt erst nach dem Tod meiner Mutter erst wieder angenähert. Und ansonsten habe ich eigentlich nur richtig engen Kontakt zu meiner Tante und meinem Onkel. Ansonsten war es das. Ich habe keine Brüder und keine Schwestern. Meine Oma ist leider auch schon früh verstorben. Und deswegen ist für mich dieser Gedanke, eine eigene Familie zu haben, mit einem Mann, den ich wirklich liebe, der mich sehr glücklich macht und mit dem ich echt auch super happy bin. Und dass wir jetzt auch noch ein Kind bekommen, das ist für mich einfach, ja, das macht mich wirklich echt richtig happy. Und das muss ich auch immer erstmal noch ein bisschen verarbeiten. Also das erst einmal hier sozusagen von meiner Seite. Ich werde euch jetzt direkt den nächsten Teil aufnehmen und den dann später für euch online stellen. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.